Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Gartensimulator. Und ja, und zur letzten Folge. Du meine Güte, es ist zwar noch nicht alles so ganz fertig gewachsen, aber ich denke, ihr könnt durchaus sehen, wo hier die Reise hingehen soll, wohl täte. Wir gießen erstmal noch, ne? So ein bisschen mit vertrocknendem Gemüse und Blumen wollen wir uns ja dann auch nicht verabschieden hier, ne? Ja, und so ein bisschen was habe ich auch noch vorbereitet, aber wie gesagt, erstmal möchte ich hier diese tägliche Gießerei noch hinter mich bringen. Das muss jetzt einfach mal sein. Ja, das habe ich ja die ganzen Tage gemacht. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier mal den Rasenmäher ein bisschen unterstützt. Der hat sich so ein bisschen, naja, komisch verhalten. Der wollte nämlich hier hinten die Ecke nicht machen. Wahrscheinlich war denn doch die Liege etwas im Weg. So, jetzt gucken wir mal. Hier müssen wir noch ein bisschen gießen. Ja, hier habe ich noch mal so ein paar Pötte gesetzt, damit diese Ecke nicht ganz so kahl aussieht. Ne? Ich fand, die sah nämlich sehr kahl aus, wenn man da so dran vorbei ist oder so hingeguckt hat. So, und dann können wir nämlich die Liege hier auch wieder hinstellen. Gut, jetzt ist hier das Gras halt ein bisschen höher. Ja, aber ich fand das hier ganz nett. Ne? Hab da ein paar Sachen noch hintergesetzt. Und so können wir das, glaube ich, stehen lassen. Sehr gut. So, hier muss ich auch noch gießen. Hier habe ich nämlich noch eine Gazanie gepflanzt. Ja, wie gesagt, die Ecke möchte ich ganz gern so lassen, wie sie ist. Ich werde hier nicht großartig was Neues noch dazusetzen. Was heißt nicht großartig? Es wird hier nichts Neues dazu kommen. Gut, die Gurke ist ja eigentlich fertig. Oh, hier, der Kürbis braucht noch mal ein bisschen Wasser. Ah, der kriegt auch noch mal eine Ladung. Und dann ist der auch versorgt. So, haben wir das. Sehr gut. Ja, die Lücken, die jetzt hier so sind. Ich gehe davon aus, dass das Spiel noch durchaus weiterentwickelt wird. Ja, dass hier noch ein paar Sächerchen dazukommen. Ich bin ja immer noch der absoluten festen Überzeugung, dass hier Bäume noch fehlen, ne? Dass man so mal einen Apfelbaum setzen kann oder was. Und wenn es nur junge Bäumchen bleiben. Aber das fehlt meines Erachtens nach doch noch gewaltig. So, und ihr seht's, ich habe noch ein paar Sächerchen gekauft. Nämlich ein paar Fässer und ein paar Gartenzwerge. Die möchte ich hier nämlich auf jeden Fall noch irgendwie unterkriegen. Beziehungsweise nicht irgendwie, aber ich möchte schon, dass das hier noch ein bisschen, ja, Gestaltungsmöglichkeiten bringt, ne? Weil hier ist ja, warte mal, das wollte ich eigentlich ganz gern, nein, hierhin haben. Das heißt, der Pott kommt dahin. Und hier zur Regenrinne wollte ich ganz gern hier diesen, ja, das Fass noch stellen, ne? Ich denke, das ist auch einleuchtend und in Ordnung. Und ich möchte, glaube ich, ganz gern auf die andere Seite hier auch noch einstellen. Ne? Für die Pflanzen, die hier stehen, dass die auch mit Wasser versorgt sind. Und ja, wo packen wir denn hier vorne noch eins hin? Wir tun ja nur so, als ob, ne? So, dann nehmen wir hier mal die Bank aus dem Weg, setzen das Fass hier hin und dann würde ich sagen, packen wir die Bank vielleicht einfach so ein bisschen schräg davor. Ja, ich glaube, das ist okay. So, dann haben wir ja unsere Kleinen hier, finde ich ja mal mega süß, ne? Warte mal, wir müssen mal hier drauf und dann setzen wir hier einmal so ein Gartenzwergpaar hin, das schwebt jetzt in der Luft, auch nicht schlecht. Möchte ich aber ganz gern haben. Dann möchte ich gern hier noch so ein Pärchen haben. Finde ich nämlich ganz süß. Dann geht es hier weiter. Ja, ich denke, wenn wir hier einen noch hin platzieren, ist das ganz knuffig. Hier können wir auch noch ein bisschen was machen. Denn, warte mal, hier hatten wir doch noch irgendwo so eine ganz elegante Lücke. Hier war die. Da habe ich auch so gedacht, da könnte man doch noch mal ein Gartenzwerg hinsetzen, ne? So, dann haben wir Öhne noch am Start. Der bekommt hier noch einen Platz mitten rein. Wir verteilen heute, wir machen heute Deko. Warte mal, dann kommt der hier vorn mitten. Haben wir, guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Platz. Das können wir auf jeden Fall machen.
Und dann haben wir ihn noch, die sehen ja quasi alle gleich aus, ne? Also so großartig unterschiedlich sind die ja nicht. Und ich möchte den ganz gern hier noch hinsetzen. Ja. Weil da vorne steht ja schon einer hier mit Lampe. Ja. Und ja, pass auf, dann setzen wir hier noch einen mit hin. Und dann haben wir doch den einen oder anderen Gartenzwerg hier noch verbraucht. Sehr schön. Dann hole ich mir nochmal den Pinsel. Denn die Fässer sind mir natürlich so viel zu hell, viel zu auffällig. Die bekommen eine... Boah, was kriegen die denn für eine Farbe? Wollen wir die so in Rot lassen? Ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben ja schon so viel Rot hier drin, ne? Da muss man das hier nicht so extremst leuchtig machen. Ja, sehr schön. Nee, gefällt mir. Finde ich in Ordnung. Warte mal. Also dieser Pott, der bewegt sich auch hier in alle Richtungen, ne? Guck mal, der kriegt mal die Farbe. Und der kriegt diese. Jetzt versuchen wir, den nochmal ruhig hinzustellen. So, da steht der doch ganz gut, ne? Auch nicht schlecht. So, der sollte hier nämlich auch nochmal ein bisschen blau werden. Ja, das finde ich ganz gut mit den blauen Farben bei den Steinpötten. Das macht es ein bisschen runder, ne? Dass wir hier nochmal eine andere Farbe mit drin haben im Garten. Mal blau machen oder hier mal so ein Rot. Ja, ich glaube, dann machen wir es so rum. Ja, warte mal, dann können wir ja die hier vielleicht mal in eine andere Farbe versetzen. Ah, ganz so. Nee, komm, dann machen wir es so. Das ist ein bisschen bunter, auch schön. Und du kriegst auch eine andere Farbe. Jawohl. Das ist okay. Ja, sehr schön. Dann bin ich quasi hier schon fertig. Du meine Güte, da haben wir jetzt doch die eine oder andere Stunde dran gesessen hier in dem Projekt. Aber ich kann euch nur sagen, es hat mir mega, mega Spaß gemacht, das hier zu spielen. Also ich kann es nur empfehlen, ne? Es ist natürlich jetzt nichts, wo Action ist und so weiter und so fort. Das versteht sich von selbst. Aber das ist meines Erachtens nach auch überhaupt nicht Sinn dieses Spiels. Überhaupt nicht. Ich finde das so entspannt und ja, was einfach mal zum Runterkommen, ne? Dass man hier nicht immer in Action ist und hier kämpfen, da besiegen und keine Ahnung was nicht alles. Dass man hier wirklich mal ein bisschen Ruhe tanken kann. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ja, klasse. Ihr Lieben, 8 Minuten und ich bin fertig. Ich werde hier jetzt nichts mehr machen, weil, ja, ich ja schon gesagt habe, so den einen oder anderen Baum hätte ich hier ganz gern hingesetzt. Dafür hätte ich jetzt hier den Platz freigelassen. Aber die haben wir nicht. Also bleibt es. Ja, dann wird es Zeit. Dann fangen wir nächsten Montag ein neues Projekt an. Oh, ja, bin ich mal gespannt. Ja. Mega, finde ich, ist schön geworden. Also mir gefällt der hier wirklich gut, der Garten. Ja, bin ja mal gespannt, wenn man auf Steam guckt, was da noch so alles gebaut wurde. Da sind ja hängende Gärten und sonst was nicht alles entstanden. Ist schon klasse. Ja, ihr Lieben, dann komme ich zum Ende. Wir beenden das Projekt an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die hier so schön und lieb zugeguckt haben, das Projekt hier begleitet haben. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Projekt oder einem anderen Video eurer Wahl wiedersehen. Also ihr Lieben, bis dahin, macht es gut. Tschüss.